Ja, ich habe da noch ein Paket gefunden. Das könnte dir gefallen. Warum? Weil ich glaube, da hat jemand sich die Mühe gemacht und ein Logo gemalt. Und es ist eine Rolle. Eine Rolle kann man rollen, es sei denn, ein Popo ist daran. Guck mal. Guck mal. Sebastian Böttcher, wa? Sebastian? Ist das ein Rädchen? Sebastian? Böttcher. Ich glaube, ich habe den Bericht zu schicken. Na toll. Oh. Und zerrissen. Du hast das wirklich drauf mit den Messern. Ich finde es gut, dass du dich bisher noch nicht selbst verletzt hast. Das hat er aber halt auch extrem sicher eingepackt. Es könnte auch sein, dass da jetzt irgendwie ein Plutoniumstab drin ist. Ben. Komm, mal. Cool, jetzt. Das ist doch normal immer Plastikdeckel draußen. Hier nicht. Ich habe noch nie so viele Briefe bekommen wie heute. Ist auch mal schön, ne? Lieber Mann, lieber Ben, ich bin sehr auf die Ergebnisse dieser Aktion gespannt. Eure Idee ist echt klasse. Ich wünsche euch maximale Erfolge beim Durchsehen der Arbeiten und natürlich jede Menge Spaß. Die Aufnahme in der Rolle entstand schon vor gut 2 Jahren. Für ein paar Tests mit Feinartpapieren habe ich sie aber vor kurzem wieder herausgekramt. Ich würde euch bitten, mir den Print im Nachhinein wieder zukommen zu lassen. Sehr gerne machen wir das. Ist da etwa nur ein Bild? Weißt du, was ich gerade ganz gut fand, dass er durchsehen schreibt, während ich durch das Rohr durchsehe? Oh, ehrlich? Ja, so was gefällt mir. Ein magischer Moment. Ne? Ja, einer der wenigen, wo es mal prickelt. Es ist tatsächlich nur ein Bild. Ah, okay, krass. Es ist natürlich dann nicht so easy für uns, sich einen Eindruck bei der Arbeit zu machen. Das will er zurückhaben, das ist auch hinten total, wenn wir das jetzt einmal aufmachen. Wir müssen uns halt. Ich glaube, das ist ein Hochformat. Meinst du? Mhm. Kannst du mir helfen, dass du ja, deswegen, ich wollte nur unten anfassen, weil du das so lange Arme hast. Warte. Nicht. So, jetzt findet man die Mitte. Hier. So? Ja. Könnt ihr das sehen? Okay, also Papier und Print. 1A. Schön weich. Schön weich. Viel, viel schwarz. Ja. Was ich halt positiv finde, es ist nicht retuschiert in der Fresse, wie man so schön sagt. Ne? Das finde ich ein bisschen, das finde ich charmant. Das ist nicht aber gut. Ein bisschen hätte sein. Du nee, ich finde es nicht. Ich finde schon. Das macht schon, also das, aber das macht schon ein bisschen grimmelig. Ja, grimmelig, aber. Und der Unterschied. Du bist dadurch ein bisschen zu stark. Das kann nur jemand sagen, der so viele Beauty-Aufnahmen macht wie du. Aber ja, also mich haut es jetzt auch nicht um, aber der Print ist geil. Hättest du ein anderes Bild genommen, wäre es bestimmt easier gewesen. Also ich hätte gerne mehr zu deinen Arbeiten gesagt. Aber dafür muss ich mehr sehen. Also ich persönlich würde, wenn du einen Tipp von mir haben wollen würdest, würde ich sagen, ein bisschen mehr Beauty-Retusche, vielleicht auch nicht ein bisschen feinfühliger in der Auswahl der Lichtgestaltung, dass es nicht ganz so hart ist und nicht so unvorteilhaft. Ich glaube, das war gewünscht, dass das so hart ist. Aber schöne Arbeit, also geiler Print und danke fürs Einwenden. Und wir müssen nochmal hervorheben, er hat sich die Mühe gemacht und hat dieses extrem verkrüppelte Logo von Amanda Behrens mit Hand nachgezeichnet. Ich habe das beste Logo auf der ganzen Welt. Du hast den besten Hintergrund auf der ganzen Welt. Räum ein. Welchen Hintergrund? Auf der Website, im Blogbereich, glaube ich, ist das doch... Cool, ne? Ja. Kennst du nicht? Nein? Aber Michael Bomke hat ein geiles Logo. Weil das nicht